So Leute, recht herzlich willkommen zurück bei Let's Play Skyrim hier auf meinem Kanal. Wir suchen jetzt erstmal hier einen Händler. Wartet mal, irgendwo war doch hier am Anfang ein Schmied. Wo kommt man denn hier überhaupt rein? Hier kommt man rein, wa? Ja. Siri? Nee. Mann, wieso muss das denn jetzt hier so? Das ist doof. Naja, dann gehen wir erstmal schlafen. Wir haben ja hier unsere Freunde da und da können wir ja mal pennen. Dieb, die, dieb, die, dieb, die, dieb, die, dieb, die, dieb. Wer bist du? Ach, unser Schmied. Fritsch. Gehen wir mal hier hin und. Skior sagt, ich hätte Iskramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Achtung. So, dann legen wir uns jetzt schon mal hin, dann vergeht die Zeit doch, da können wir wieder tagsüber. Was ist denn hier für. Richtig? Moment, stimmt das wirklich? Ja, natürlich. Wie lange ausruhen? Wir haben jetzt 9 Uhr abends. So, haben wir dann 9 Uhr morgens. Das geht schon mal. Also halb 10 sogar. Uiuiui. Jetzt soll man richtig ausschlafen. Ah, ja. So, du wachst auf und fühlst dich ausgeruht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Gefährten wirklich weiter. Na, gut nicht. So, dann müssen wir jetzt mal gucken, wo wir hin müssen. Bridge. Was jetzt so das nächste ist an Missionen hier. Also, ich weiß zum Beispiel nicht, wo es hier Mammuts gibt. Ne? Das heißt, die eine Mission mit den Mammuts. Ist schon mal ein bisschen. Was denn hier? Sprich mit den Graubärten, finde einen Weg, um Thorald aus der Gefangenschaft der Talmor zu befreien. Weltkarte. Ist hier aktueller Standort. Markiert er. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Nördlicher Bruchbeinpass. Da ist die Bruchzahnhöhle. Da müssen wir doch irgendwie hin. Ja. Finde einen Weg, um Thorald aus der Gefangenschaft von der Talmor zu befreien. Ach du meine Güte. Einsamkeit, Mortal, Dämmerstein, Winterfeste. Da oben müssen wir auch noch hin. Windhelm. Man, das klingt ja alles so wie. Wisst ihr? Der Vermisste. Finde einen Weg, um Thorald der Talmor. Der spricht mit den Graubärten. Hoch Hrothgar. Hrothgar? Hrothgar? Oder? Hoch Hrothgar. Ja, komm, da gehen wir jetzt hin. Ab zu den Graubärten. Und wo müssen wir dann jetzt raus hier am besten? Da hinten ist auch ein Ausgang, oder? Weil wir müssen ja auch in die Richtung. Ja, also wieder zurück. Ich schätze mal, da oben irgendwo wird das sein, ne? Ah, da sieht es schon so aus wie irgend so ein komisches Ding. Ja. Hui. Dann kann ich hier nicht drüber springen. Ist ja mau, ne? Oh. Okay, Leute, wir machen noch einen Spaziergang. Vielleicht findet man ja noch einen Händler, der uns ein bisschen was abkauft. Warte mal, hier unten waren noch Händler, oder? Ja, hier sind Händler. Bitte sagt, dass ihr etwas über meinen Sohn erfahren habt. Na gut doch. Die besten Stücke vom frisch erlegten Wild. Oh ja, die Jagd ist meine große Leidenschaft. Darum haben mein Bruder und ich einen Laden eröffnet, um Jagdzubehör zu verkaufen. Den trunkenen Jägersmann unten am Haupttor. Er kümmert sich um das Geschäft und ich betreibe diesen Stand. Okay. Was habt ihr zu verkaufen? Blick darauf. Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen, damit ich das kaufen kann. Was habt ihr zu verkaufen? Oh, ein bisschen.
bisschen hiervon, ein bisschen davon. Bekleidung, sonstiges. Haben wir hier noch irgendwas? Okay, nee, kannst du nicht kriegen. Passt gut auf euch auf. Seid ihr oft im Wolken? Es ist schon ärgerlich genug, dass mir all diese Männer ständig Anträge machen. Aber dieser Bade, der ist am schlimmsten. Ihr macht euch ja keine Vorstellung. Die Hälfte der Männer von Weißlauf haben um meine Hand angehalten. Darunter sogar Junggesellen. Sie werden es nie verstehen. Weder Unmengen an Blumensträußen noch honigsüße Worte werden mich umstimmen. Im Augenblick zählt für mich nur meine Tochter Mila. Kein Mann wird sich zwischen mich und mein kleines Mädchen stellen. Bereite ich jemals Probleme? Der Michael, sehr wie er über mich redet, bittet er förmlich darum, dass man ihm einen Dolch an die Kehle hält. Ich habe gehört, wie er in der beflaggten Meere damit angegeben hat, dass er mich so zähmen will, wie ein echter Nord eine wilde Bestie zähmt. Die besten Stücke aus Frischallee. Mhm. Ihr könnt es gern versuchen, aber ich glaube kaum, dass irgendetwas in seinen Dickschädel dringt. Vergesst nicht täglich reifes Obst. Okay. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Mhm. Okay, nee. Danke. Beehrt mich bald wieder. So, wo ist das? Ist das hier? Die beflaggte Meere. Mhm. Auf jeden Fall eine Mission, die nicht so weit ist. Willkommen. Sagt Bescheid, wenn ihr noch etwas braucht. Dieses Lied hier ist besonders beliebt. Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch einen sauberen Becher. Das ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt habe. Ihr braucht etwas? Ragnar der Rote. Wo ist er? Ja, du bist es nicht. Kam einst ein Reck Ragnar der Rote genannt, nach Weißlauf geritten. Ich bin Barde von Beruf. Vielleicht habt ihr schon von mir gehört? Ihr müsst Carlotta Valentina in Ruhe lassen. Dazu hat euch Carlotta angestiftet, nicht wahr? Es tut mir leid, aber diese feurige Witwe ist mein. Sie weiß es nur noch nicht. Sie gehört euch nicht, lasst diesen Unfug. Ich bin sicher, dass wir zu einer Übereinkunft kommen können. Vielleicht habt ihr recht. Ich wollte nur nicht, dass jemand denkt, ich käme nicht mit einem Nordmädel klar. Bei meiner Ehre. Ich werde Carlotta nicht wieder zu nahe treten. Sehr gut. Der Abschied ist immer das Schlimmste. Mhm. Carlotta, ich habe eine Nachricht für dich. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau gebackene Brot? Wirklich? Ihr habt diesen Lautenspieler davon überzeugt, mir nicht mehr nachzustellen? Oh ja. Ich würde ja den Göttern danken, aber werde mich damit begnügen, euch zu danken. Habt ihr ein paar Münzen für eure Hilfe? Oh, 250 gleich. Krass. Danke. Vergesst nicht täglich frisches Obst und Gemüse zu essen. Gibt's hier denn. Man, ich brauche doch hier nur irgendwie eine Schmiede oder so. Obwohl, das hier sieht wie eine Schmiede aus. Das heißt, man kann da wahrscheinlich auch verkaufen. Irgendwo. Ich arbeite für Beletor im Gemisch. Kommt doch mal in Beletors Laden am Markt vorbei. Wir haben bestimmt etwas, das ihr gebrauchen könnt. Martiana. Der für Ergebnisse sorgt. Die besten Waffen und Rüstungen. Sehr schön, her damit. Waffen. Eisendolche Funken. Das Ziel erhält 5 Punkte Blitzschaden und halb so viel Magika-Schaden. Grenduren bis zu Stufe 5 fliehen für 30 Sekunden aus dem Kampf. Ja, das kann weg. Jagdbogen. Kann eigentlich auch weg. Was machen wir jetzt gerade? Tragen wir gerade unser Amulett? Ja, tragen wir. Ich habe hier einige gute Stücke, so. Was habt ihr zu verkaufen? Okay, zeig her. So. Waffen. Ach, jetzt sag nicht, dass ich von. Ach, Alter. Axt von Weißlauf. Weg damit. Eisendolch des Unbehagens. Weg. Ihr werdet euch natürlich jetzt wieder amüsieren. Waffen haben wir gerade. Geschlagene Rüstung. Was? Weg. Lederarmschienen. Weg. Lederhelm.
weg. Was habe ich denn eigentlich gerade? Alter. Fuck. Alter. Na toll. Ah. Scheiße. So, Bekleidung, Lederarmschienen, Stahlrüstung. Die würde ich gerne aufheben. Wartet mal. Jetzt habe ich natürlich hier richtig Murks gemacht, war. Zweimal vertan. So, Stahlrüstung. Die nehmen wir uns mal. Weißlauf, Fachenhelm, nö. Nö. Gut. Ich sage nicht, dass ich. Wollt ihr euch schützen oder schaden? Naja, was soll's. So. Oh nein, ich möchte von mir Bekleidung verkaufen. So. Weißlauf, Fachenhelm und das weg. Gut. Sonstiges, was haben wir? Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Hier, sonstiges, Dietrich, Eisenbahn, Holzkohle, Silberbahn, bringt 20, ne, bringt uns auch nicht viel. Verkauft die Dietriche zu? Ne. Gut, danke. Neue Stufe. Neue Stufe zu erhöhendes Attribut auswählen. Naja. Ich würde sagen. Erstmal Magiker, hatte ich ja gesagt. Ne? So, Zerstörung 20, Wiederherstellung. Was ist denn das? Redekunst 38? Nee. Verzauberung 15. Ja, ich würde sagen, hier packen wir mal was drauf. Ja. Ja. Naja. Ich ärgere mich jetzt immer noch innerlich tierisch darüber, dass ich da so doof war. Oh. So, aber jetzt Objekte. Wir haben jetzt. Wieso haben wir denn noch so viel? Sag mal. Waffen. Bekleidung. Na gut, wir haben viele Zaubertränke. Essen war auch sehr viel. Wobei, nutzen wir Essen überhaupt? Ich weiß es nicht. Die Zutaten, die brauchen wir auf jeden Fall. Die wiegen ja auch fast nichts. Bücher, Arbeitstagebuch, drohende Gefahr, Kopfgeld. Namen vom Ballgruf der Ältere an alle fähigen Männer und Frauen vorbei, die Banditen in Festung Waldheim belästigen, berauben und attackieren. Also Zaubertrankrezept. Und die Rezepte hier, die. Wiegen ja nichts. Gut. Naja, gehen wir einfach mal vorwärts. Und das ist halt das, was ich meine. Wir brauchen halt irgendwie unbedingt mal ein Haus. Weil ich denke mal, in so einem Haus kann man dann halt auch Sachen unterbringen. Hui. So. In welche Richtung müssen wir denn jetzt? Wo stehen wir? Wir stehen da und müssen abbrechen. Wir müssen da hoch. Kommt man denn da hoch? Eisenfels. Komm, wir reisen mal nach Flusswasser und gehen nochmal den eben Weg hoch. Von da müssten wir ja nach Weißenfels kommen. Da schön, ich bin's mal wieder. Juhu. Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Für ein Dorf der Nord. Der redet also immer noch mit uns.
Sehr gut. Ihr seid hübsch, das muss ich gestehen. Danke. Ach, ist ja gut. Hast du Angst oder was? So, wir sind hier und da wollen wir hin. Markierungen platzieren. Ja. Dann müssen wir da irgendwie hoch. Ne? Gehen wir einfach mal den Weg. Ich meine, dieser Weg wird kein leichter sein. Was ist denn eigentlich Mausi hier? Auch Schwertkämpferin? Reden? Bin immer noch da. Ah. Okay. Voran. Krasse Sache. Was ist denn das? Hm. Ah, guck mal. Schneebären. Vielleicht findet man ja hier oben einen Mammut. Glaube ich zwar nicht, aber wäre schon lustig. Dap, 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 hier geht ein Weg hoch. Da geht ein Weg lang. Wo ist denn unser Ziel? Da. Gehen einfach mal den Weg. So, oh, was gibt's denn hier? Hallo? Wer bist denn du? Na da, schau an. Wir haben hier wohl einen Helden. So. Ein Bandit. Stahlkriegshammer. Eine 10, beschlagene Rüstung. Hm? Was haben wir hier? Amethyst, Dietrich. Oh, Silberbahn, sehr schön. Zack, Salz. Naja, nehmen wir mit. Fast durchsuchen wir Äpfel. Kartoffeln. Geldbeutel. Geldbeutel. Jagdbogen. Ja. Kommen wir auch noch. Schlafen. Nee. Lesen Krieger. Glocken verbessert auf 16. Sehr gut. Wo ist der andere? Da. Dietrich Gold. Fell, ja. Okay. Was geben wir? Nutzen Kochtopf. Kochtöpfen kannst du Essen zubereiten, das deine Gesundheit wiederherstellt oder andere vorübergehende Effekte hat. Für jedes Rezept sind bestimmte kulinarische Zutaten notwendig, die du im ganzen Himmelrand findest. Voller Fasanenbrust 1 und Salz 6. Mhm. Das ist natürlich krass. Gut, reicht. Jo, dann gehen wir wieder runter. Bringen erstmal unsere Beute weg. So, warte, das können wir ja auch so machen. Über Schnellreise. Yes. Ach schön. Die Graubärte haben das Drachenblut nach Hochotka gerufen. Ja. So etwas ist schon seit einigen Jahren. So, Handelskonto ist wieder offen. Sehr schön. Tag. Es bedeutet uns so viel, dass die Klaue wieder dort ist, wo sie ist. Vielen Dank, dass ihr euch werft einen Blick darauf. So, was habt ihr zu verkaufen? So, jetzt darauf achten, dass ich meins wirklich nehme. Bekleidung. Das kann weg, das kann weg, das und das. Pelzarmschiene kann weg. Waffen. Eisendolch. Jagdbogen. Stahlkriegshammer. Zaubertränke. Was bringen die denn die? Der flüchtigen Unsichtbarkeit. Unsichtbarkeit für 20 Sekunden. Brauchen wir eigentlich ja nicht. Schwaches Gift der Erzürnung.
Warum nicht? Der Lähmung. Das könnte man noch behalten. Frostresistenz. 20%ige Frostresistenz für 60 Sekunden. Weg. Geringe Ausdauer. Ja, eben auf. Gesteigerte Ausdauer. 300 Sekunden um 20 Punkte erhöht. Aha. Zaubertrank der Illusion. Kann weg. Der kleinen Heilung heben auf. Schriftrollen. Bringt 39. Ja, komm, kriegst du. Nutze ich doch eh nicht. So, alte Wein. 5. Brot. So, das ganze Essen hauen wir jetzt erstmal hier weg. Wie viel? Ja. So. Zutaten. Lassen wir mal. Bücher. A. Wels Tagebuch. Die Thronengefahr Band 2. Kopfgeld. Nee. Sonstiges. Das Schlimme ist ja, dass was wertvoll ist, das brauchen wir wahrscheinlich später selber noch. Deshalb beschränke ich mich jetzt hier erstmal nur so auf den Verkauf von gefundenen Waffen und von diesem komischen Essen. Mein liebster Saufkumpel. Ja. Hättest du wohl gerne, wa? Bin ich nur dafür gut? So, jetzt sind wir her. Weiter geht, kann man nicht. Da wollen wir aber schauen, dass wir jetzt da hochkommen und irgendwas Interessantes da finden, hoffe ich doch mal zumindest. Dap, 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 dap. So, ins Rum. Aber dass ich jetzt hier gleich schon als Held gefeiert werde, finde ich ja schon krass. Na, guck mal, hier Schneebären. Noch nicht erntbar. Mhm. Mann, ich hätte gerne Mammut. Da habe ich die andere Mission dann, oder hätte ich die andere Mission dann auch mal weg schon. So, hier war ja die Kreuzung, die wir vorhin lang gegangen sind. Da gehen wir jetzt mal den Hauptweg weiter. Und ich sag mal so, ich weiß gar nicht, wo wir hinkommen jetzt hier. Ich hoffe, wir kommen richtig an. Ah, guck mal. Hallo. Hey. Wer seid denn ihr? Hi. Blöden Banditen hier. Oh ja. Was ist denn hier los, sag mal? Bandit. Dietrich, Gold, Granatstein nehmen wir mit. Beschlagene Rüstung, ja, von mir aus. Eisendolch, nee. So, Bandit, Gold. Stahlstreitkolben, 14, naja, komm. Was soll's? Dietrich, Gold. Eisen 2 Händler. Nee. Wen habt ihr da überfallen? Lumpen. Histkarpfen. Koboldschemel. Schwarze Magierrobe. Wie viel? Weiß nicht. Bekleidung. Halt mal. Magiker regeneriert sich 50% schneller.
Ja, das könnten wir auch mal aufheben. Das war eine Frau. Oh, Verzeihung. Was hier los ist, ey. Wahnsinn. Ah, da oben kommt was. Was ist denn hier normal? Warte mal. Weltkarte weg. Helgen. Hä? Ist Helgen nicht das, was, wo wir gestartet sind? Ach, ich weiß es nicht mehr so genau. Aber ich glaube ja, aber. Sieht doch so unbewacht alles aus. Na, schauen wir doch mal. Der Drache ist ja jetzt tot. Dementsprechend können wir ja mal gespannt sein, was wir hier so finden. Hier offen? Hier ist offen. Sehr schön. Dann durchsuchen wir doch mal Helgen noch. Was nun? So, dumme Kuh, du. Boosting, Zaubertrank, geringe Magika. Sonst hat er nichts Richtiges. Ach, Mausi hat sich jetzt einen Bogen genommen. Sehr schön. Dietrich, Gold. Gold 2. Aber wie viel? 12, 30. Mir geht es ja eigentlich nur darum, hier irgendwelche Schätze zu finden. Was ist mit dir am Start, Alter? 11 Gold, okay. Banditen rumlaufen. Na also. Gold. Naja. Müssen wir wieder warten, bis die Ausdauer sich ein bisschen regeneriert. Weil so ein großes Schwert schwingen ist natürlich schon nicht leicht. Ich hoffe nur, es lohnt sich irgendwie. Geldbeutel. 35, naja. Zaubertrank der Stärke, der kleinen Heilung. Holzschale brauchen wir nicht, bringt eh nichts. Ich höre eine Stimme. Ah, gar nicht gesehen. Freund Schnürschuh. Stirb. Mann.
braucht denn der? Krass. Langbogen bringt uns nicht viel. Fell am Schienen. Nö, nö. So, Truhe. 36 Gold. Und alleine das lohnt sich ja schon mal. Wo sind eigentlich meine Gefährtin? Mausi? Wo ist denn? Hallo? Wieso nicht? Die ist nicht mehr da. Das finde ich sehr schade. Da ist er doch. Was denn, das war's jetzt? Ich dachte, jetzt kommt hier noch irgendwie ein Boss oder so. Ach ja. Gut, wo sind wir denn jetzt gelandet? Was sagt denn die Uhr überhaupt? Ei, da muss man ja schon wieder Schluss machen. Euch auf jeden Fall einen schönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, eine schöne Nacht und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Skyrim. Bis dahin, tschüss.